SOS, wieder Notstand in der Küche. Für die kalte Jahreszeit zeigen wir dir eine heiße Suppe, die dir etwas Wärme ins Herz zaubern wird. Zunächst schneiden wir unsere Limetten, Chili und Knoblauch in kleine Stücke, schälen und würfeln unsere Süßkartoffel und choppen unsere Kräuter. In einen Thermomix, ihr könnt natürlich auch einen normalen Topf benutzen, geben wir zunächst unser Öl, unseren Knoblauch sowie unsere gewürfelte Süßkartoffel. Das Ganze wird dann für einige Minuten angeschwitzt. Wenn es angeschwitzt ist, geben wir Kreuzkümmel, Salz, unsere geschnittene Chili und Koriander hinzu, sowie die roten Linsen, und das Ganze wird mit Brühe aufgefüllt. Der Limettensaft hinzu und zum Schluss die Kokosnussmilch, um das Ganze abzurunden. Nach dem Kochen wird das Ganze püriert und schon können wir anrichten. Etwas Joghurt, Chili, Granatapfelkerne und Kräuter hinauf. Und schon ist es fertig. Unsere leckere Suppe für eine kalte Jahreszeit.